So, ansonsten, Hessen waren weiterhin sehr spaßig. Die Cyberabteilung von Hessen waren, die hat diese Woche eine Mitteilung rausgeschickt über eine Lücke in Tomcat, unserem Lieblings-Java Application Server. Gute Frage zu der Geschichte ist so, wer sitzt da bei Hessenwaren Cyber-Einsatzleitung und entscheidet, welche Sicherheitslücken da rauskommen? Weil jetzt, ich hatte den Eindruck, das wäre eher so eine App für Consumer, die jetzt, also die meisten Privathaushalte haben halt keinen Tomcat laufen. Oder sie wissen es nicht. Das ist ja wahrscheinlich so das andere Problem. Aber jetzt stell dir vor, so der irgendwie IT-Admin, der weiß nicht, liest kein Reddit, liest kein Heise, aber ist immer top informiert wegen Warnmeldungen von Hessenwaren. Leo, was ist da los? Das ist deine Abteilung. Ich weiß nicht, war voll großer Freude, als ich gesehen habe, dass das Cyber-Kompetenz-Center endlich mal was gepusht hat. Die hatten, glaube ich, es gab schon mal eine Mitteilung von denen, aber die ist so schnell verschwunden, dass ich die nicht mehr aufrufen konnte. Da war ich sehr traurig und deshalb war ich sehr froh, dass wir jetzt diese grandiose Warnmeldung hatten, die wirklich ja, also ich meine, kann man natürlich diskutieren. Also für die sie relevant ist, ist sie sehr relevant. Das ist so praktisch niemand und für alle anderen ist völlig irrelevant. Die Frage ist, hast du dein Tomcat schon aktualisiert? Ja, das ist in der Tat die Frage. Also ist lustig. Also und wie gesagt, also es ist außer dieser jetzigen Push-Meldung und der Push-Meldung, für die ich zu langsam war und nicht mehr gesehen habe, was der Inhalt war, wurde von diesem Cyber-Kompetenz-Center bis jetzt noch gar nichts gepusht. Ja, ich und das gibt es ja jetzt, die Hessenwaren-App, die gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Monaten. Die ist ja jetzt nicht gerade rausgefallen. Also ist ja seit ein paar Monaten Cyber-Kompetenz-Center schweigt seit Monaten, weil passiert nichts. Vielleicht alles gut. Alles gut, aber Tomcat dann sofort Push. Ich glaube, vielleicht war das eine Meldung über so Microsoft Support Scammer. Kann das sein, dass so Leute angerufen werden? Möglich, ja. Möglich. Das ist ja auch immer beliebt. Die sind ja sowieso, also Hessen waren sowieso sehr beliebt, Scam-Warnungen. Auch Polizisten, die Leute anrufen und Gold vor die Tür gestellt haben, werden mit Push-Nachrichten belohnt bei Hessen waren. Nee, es ist halt, also was Push angeht, den man verpasst hat bei Katwaren und bei Hessen waren ebenso. Manchmal kommt ja so eine Mitteilung rein, irgendwie hier Problem X und dann kommt 5 Stunden später, Problem X ist aufgehoben. Mhm. Wenn du das aber in der Zwischenzeit nicht gelesen hast, dann kannst du gar nicht mehr sehen, was es war. Ja. Also der Text verschwindet auch wieder. Es ist keine History, wo du sehen kannst, weiß nicht, der Bär ist ausgebrochen und jetzt haben wir ihn wieder, sondern da steht halt Problembär jetzt vorbei. So, ja, also steht halt gar nicht, das Wort Bär taucht nicht auf. Ja. Also in der Push-Mitteilung steht es noch, aber in der App ist es dann weg. Ja, aber unter Umständen kannst du es auch in der Push-Nachricht nicht immer lesen, was das Problem ist. Genau, das war nämlich auch sehr gut. Neulich war ein bisschen Sturm, Sabine, ja, und in Wiesbaden war es dann so, dass der Hessenwahn hat gesagt, ich habe das alles abonniert, weil das ist selbstverständlich. Du musst auch wissen, was in Hessen los ist und wie Wiesbaden vorher wäre. In Wiesbaden kam dann die Mitteilung, irgendwie morgen keine Schule. Alle Schulen in Wiesbaden zu. Ja. In Frankfurt dagegen kam irgendwie um 14 Uhr eine Mitteilung, folgende Schulen sind morgen geschlossen. Schule A, B und C. Mhm. Dann um 3:15 kam eine Mitteilung so, außerdem sind geschlossen Schule D, E und F. Und um 17.15 Uhr kam eine Mitteilung, außerdem Schulen, bla, und bis zum Schluss alle zu. Ja, also jede Viertelstunde ein Update für noch. Wir haben uns überlegt, jetzt machen wir einfach alle wenn der zu, Sturm präzise diesen Korridor von Dings betritt, dann machen wir da die Schule zu. Ja, da ist einiges durcheinander gelaufen und Kraut und Rüben gewesen mit der Kommunikation auch. An diesem Sonntag war natürlich hier die Hölle los, weil alle Eltern und die Schulleitungen und da kamen irgendwie Rundmails und schauen Sie auf die Startseite von unserer Homepage. So Aufforderungen, wo du echt gedacht hast, so ey, 1998 hat angerufen. Und das war halt, da haben sich sozusagen die Nachrichten, da war halt manches war so viel, da
da waren halt, also ja, manche dieser Homepages waren, glaube ich, auch wirklich noch auf Stand 1998 verblieben. Vielleicht Tomcat. Ja. Das war natürlich ein ziemliches Desaster in der Kommunikation. Und dann irgendwann kam halt die Meldung, so jetzt ist halt einfach, es ist einfach, alle Schulen haben einfach frei. Alle Schüler haben einfach frei, alle sollen zu Hause bleiben, fertig. Ja, großes Dramen. Große Dramen. Wir haben auch einmal eine, ich weiß nicht, ob ich sie selber bekommen habe oder einen Screenshot zugeschickt bekommen habe von Katwan. Da war irgendeine Meldung über irgendwas und der Text von der Meldung, der dann in der App drin stand, war so ungefähr: Grüß dich Ursel, hier ist der Peter vom So-und-so-Amt. Kannst du bitte folgende Mitteilung an Katwan schicken? Bla bla bla. Und dann hier, ich gehe heute in die Kantine, es gibt Dampfnudeln. Tschüss. Ja. Da ist vielleicht auch das Cyberkompetenzcenter. Also weiterhin, das bleibt amüsant, aber es ist halt nicht so amüsant, wenn es mal was Schlimmes ist. Ja? Ich meine, man kann ja auch diskutieren darüber. Diese Lebensmittelwarnungen, die können ja durchaus sinnvoll sein. Also ich muss über die auch sehr viel lachen, weil da sind unglaublich lustige Sachen dabei, aber nicht per se, sondern weil das einfach also entsetzliche Produkte sind, in denen dann irgendwie also Tod in den Produkten lauert. Ja, und das ist also so Wandperl, so Weinbrand, Schoko-Ekel. Kotz, Sachen, in denen dann natürlich auch noch, also nicht, dass die ohne Salmonellen nicht schon schlimm genug wären, aber da ist auch noch irgendwie, könnten auch Salmonellen drin sein, also ist eigentlich egal, weil, also ich meine, wenn du das isst, dann ist vielleicht auch schon vorbei. Das ist sehr, sehr lustig. Das ist das Beste der letzten Monate an Lebensmittelwarnungen, war natürlich Knorr-Fix für Sauerbraten, weil... Ja, ich habe eine Ahnung, was da los war. Weil das der Knorr-Fix für Sauerbraten, das war als vegan gekennzeichnet. Ja, genau. Ja, genau. Da waren jetzt so ein paar Mal, ich glaube so ein paar Vegan-Schnitzer, gab es noch ein paar mehr. Aber Knorr-Fix ist natürlich besonders gut, ja. War aber gar nicht sauer. War nicht vegan, weil da war Milch drin und das schmierst du dann auf deinen Braten und dann hast du aus Versehen Milch. Das kann, Basti, kannst du nachvollziehen? Ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ich habe erst Bratensoße gekauft, die halt auch vegan war, und habe sie dann für gefälschten Braten benutzt und Knödel. Ja, aber das ist ja nicht erlaubt. Du musst ja den Sauerbraten so machen. Aber ich meine, ich verstehe natürlich, dass das sowas Erheiterung hervor ruft. Sowas findet man als Außenstehender auch nur so lange lustig, bis man über einen Facebook-Kommentar zu diesem Thema gestolpert ist von Leuten, die leider nicht keinen IQ größer als die Länge ihrer Schnürsenkel haben. Und dann ist es auch gar nicht mehr so witzig. Aber sowas passiert einem ja relativ oft. Also ich meine, das kriegt man ja relativ oft mit. Und da ist das ja auch noch das kleinste Problem. Also wenn man so mitkriegt, Lebensmittelwarnungen noch ausgegeben werden, dann ist ein doch nicht vegane Bratensoße ist dann auch so wirklich einfach nur lustig. Ja, also ich meine, das ist wirklich schon, also das Zeug, was da dann irgendwie Metallteile in der Packung, ja, und Plastik mit in der Packung und also das fieseste Zeug, und das ist vielleicht noch besser als Salmonellen unterm Strich, also ich weiß nicht, lieber ein bisschen Plastik mit essen vielleicht, aber kommt drauf an. Kein Arzt. Ja, also besser als diese Weinbrandperlen mit den Salmonellen, also die sind dann wirklich der Hit. Und stimmen Sie jetzt ab, Salmonellen oder Metall im Körper? Ja, aber also das kann durchaus sinnvoll sein. Die zu abonnieren ist per se ja nicht so falsch. Die anderen Sachen, ich meine, jetzt haben sie ja auch diese Unterscheidung gemacht, dass sie ja zum Beispiel diese Betrugs- und Vermisstenmeldungen, die sind ja, glaube ich, ein eigener Kanal, die du entweder abonnieren oder nicht abonnieren kannst, sodass die, früher war es ja so, dass dir praktisch der Katastrophen, der Cut waren, der die Katastrophenmeldung gepusht hat, Achtung, vielleicht ruft einer an und sagt dir, er ist von der Polizei und du sollst bitte dein Gold rausstellen. Also das war natürlich alles Unsinn, das in einen Schachtel zu packen. Und jetzt die Trennung, also ich meine, die haben so ein paar Ansätze. Ich will es gar nicht so vom Tisch wischen. Die haben ein paar Änderungen durchgeführt, die durchaus ja sinnvoll sind. Und die
bietet durchaus einen Mehrwert und du merkst ja auch, dass sie auch aktiv genutzt wird. Also es ist auch nicht so, als würde die einfach so verwahrlost und nichts passieren, sondern die wird eingesetzt. Diese Lebensmittelwarnungen kommen sehr regelmäßig in ausführlicher Form. Ich meine, das Cyberkompetenzzentrum hat sich jetzt halt mit Tomcat hervorgetan. Vielleicht wollten die auch einfach mal sagen, hier Hessen Cyber, wir sind unter Bedrohung und muss mal irgendwie eine Warnung kommen. Keine Ahnung, warum das jetzt rausgefallen ist. Vielleicht werden die auch jetzt super aktiv und pushen halt einfach wirklich alles, was so halbwegs kritisch wäre, ob das dann eine breitere Relevanz hat für viele Leute, so für den Endverbraucher ist halt natürlich, steht auf einem anderen Blatt. Ich meine, Basti, wir wissen ja, wie das Cyberkompetenzzentrum von der bayerischen Polizei ausschaut. Ja? Also Bayern-Cops, ja. ISA 3, Zentrale. Ganz genau. Kommen. Wie ist es in Hessen? Wäre interessant zu sehen. So. Also ich meine, wenn sich das Cyberkompetenzcenter nennt, dann geht daraus schon viel hervor. Also ich glaube ja auch, dass man heute eigentlich ohne Ironie und Sarkasmus das Wort Cyber gar nicht benutzen darf. Denn das ist in der Tat verboten. Ja, weil das schon einfach haarsträubend ist und bleibt. Naja, gut.